um die ausgetrockneten Torfmoorwälder im Sebangao-Nationalpark auf Borneo neu zu bewässern, baut die Krombacher Brauerei zusammen mit dem WWF fast 700 Dämme in Kanäle, die früher zum Holztransport verwendet wurden. Dadurch steigt der Grundwasserpegel wieder an und die Torfmoore tränken sich erneut mit Wasser. Hydrologische Gutachten helfen dabei, die richtigen Standorte für die Dämme zu wählen, damit möglichst große Flächen wieder vernässen. Nach dem Dammbau muss überprüft werden, wie sich der Grundwasserpegel entwickelt. Dazu bohren Mitarbeiter quer zum Kanal auf beiden Seiten im Abstand von 50 Metern tiefe, schmale Löcher in die Erde und stecken hohle Plastikrohre hinein. Die bis zu 200 Meter vom Ufer entfernten Rohre füllen sich mit Grundwasser. Im Abstand von einigen Wochen lässt ein Team jeweils einen Schwimmkörper in die Hohlräume hinab und kann an einer daran befestigten Messlatte ablesen, wie hoch der aktuelle Wasserstand ist. Experten können die Daten der geprüften Stellen mit Stationen vergleichen, die sich nicht in der Nähe von Dämmen befinden. So erhalten sie ein genaues Bild der Entwicklung und sehen, wie sich der Grundwasserpegel auf dem Gebiet verändert. Die vielen neu gebauten Dämme machen die Messungen im Feld jedoch immer aufwendiger. Daher geben die Experten die Daten auch in ein Computerprogramm ein, das daraus ein hydrologisches Modell hochrechnet.